Und dann habe ich zu ihr gesagt, du hast dich verpflichtet, das Klassentagebuch zu führen. Na, du machst auch. Ja. Habe ich nicht recht? Naja, ihr hättet ihr ja helfen können. Nee, erst soll sie mal selbst zeigen, was sie kann. Naja, so, ist fertig. Hoffentlich passt jetzt. Ja. So, Bagadi, ziehst noch mal über, ja? Ja. Ja. Na, du, Gabi. Ja, doch. Na, bitte. Oh, Oma. Mann, das passt. Oh, jetzt passt es prima. Ja, siehst du. Oh. Du, jetzt kann ich ausgehen. Jetzt kann ich tanzen. Oh. Sie ist immer noch allein. Schön. Fehlt bloß die Gelegenheit. Na wieso? Ich denke, dein Jens hat Geburtstag. Mit dem habe ich Schluss gemacht. Mit dem auch schon wieder? Pfuh, der wollte doch mal bloß knutschen. Ja, na, dann hast du recht getan. Na, du, wann zieh ich ihn dann mit Great an? Ach, da wird sich eine Gelegenheit finden, bestimmt. Oh, jetzt kommt der Opa. Du, der wird staunen. Anneken, ich bringe Besuch mit. Ja? Immer nur eine gute Stunde. Danke. Danke. Na, also, wir wollen doch am Samstag heiraten. Ja, wir haben gehört. Und da wollten wir am Freitag Polterabend feiern. Ja, bei uns in der Kantine. Ja, aber die haben uns ganz plötzlich abgesagt. Ja, da ist so eine Vorstandssitzung der Angler. Ja, naja, und bei uns oben in der Mansarde, da ist ja wirklich ein bisschen eng. Ja, das stimmt. Und da wollten wir Sie fragen, ob wir vielleicht... Wollen Sie etwa hier bei uns? Nee, Herr Schmidt. Aber in Ihrer Laube. Nein? Mit dem Kranze, mit dem Schleier geht der schöne Wahn zum Geier. Du sagst es, danke. Darf ich bitten? Ja, vielleicht tanzen wir mit Gabi, Ted? Nachher, ja? Das ist Ted. Hier zur Stärkung. Machst du mal. Zum Wohl, zum Wohl. Hast du was Flottes? Oh. Ja, dann wollen wir mal. Ja, jetzt zeig mal. Die Straße nimmt mich nicht. Tja, Polterabend, Leute. Das lag wirklich nicht an uns. Bitte, das müssen Sie uns glauben. Nee, der Fußbund, der war einfach morsch. Wir haben wirklich nur getanzt. Und ausgerechnet Ihre Enkelin ist durchgebrochen. Ja. Na, dann macht mal, sonst verpasst er noch eure Trauung. Ja, das ist richtig, Rieke, komm. Ja. Wir kommen natürlich für den Schaden voll und ganz auf. Tschüss. Die Bescherung. Hast doch gehört, der Fußboden war morsch. Ach, was morsch. Hat uns all die Jahre lang getragen. Wer weiß, wie die da rumgesprungen sind. Wenn die heutzutage tanzen, mein. Hm. Was machen wir denn nun?
Nun sieh dir doch den Schaden erst mal an. Nimm Karl-Heinz mit. In Ordnung. Schließlich hat der junge Ehemann versichert, er kommt für den Schaden auf. Ja, sicher. Er wird hier ein paar Scheine hinblättern. Aber es ist doch nicht damit getan, dass hier ein paar neue Bretter draufkommen. Paul, das Haus steht so dicht am Grundwasser. Sieh dir das an. Das ganze Fundament muss neu isoliert werden. Da muss alles freigelegt werden. Hier, sieh dir das an. Neue Tragebalken müssen rein. Ach, Mensch, das ist doch eine Heidenarbeit. Du wirst dich wundern. Ich dachte immer, dass ihr das hier mal haben wollt. Wir haben doch die Parzelle direkt am Haus. Mehr brauchen wir nicht. Für Erdbeeren, Tomaten und Blumen reicht's. Wenn du meinen Rat hören willst, verkauf's. Tja, also, Herr Winkler, Ihr Schwiegersohn, hat mir den Tipp gegeben, dass Sie Ihr Gartengrundstück verkaufen. Noch ist nichts entschieden, Herr Schmerl. Ja, wir haben die ganze Sache ja erst mal nur erwogen. Ja, entschieden ist wirklich noch nichts. Das versteht sich. Das ist ja auch kein leichter Entschluss, nicht? Das will ja gründlich erwogen sein. Damit wir uns aber von Anfang an gut verstehen, liebe Familie Schmidt, möchte ich erst mal unserem Gespräch eine gehörige geistige Basis geben. Moment. Ja, wenn Sie mal so freundlich sein wollten, Frau Schmidt. Zum Zweiten möchte ich betonen, dass ich großen Wert auf das Grundstück lege, nicht? Dass es sozusagen in gute Hände, Dankeschön, in gute Hände kommt, nicht? Denn ich möchte mir was bauen, also was Größeres, Festes, nicht? Vorerst mal für die Freizeit, aber dann fürs Alter schon, nicht? So kleiner Ruhesitz, verstehen? Danke nicht so viel, Herr Schmelke. Aber wie Sie wollen, ganz wie Sie wollen. Ja, danke für Sie, bitte. Ja. Ich lasse Ihnen ja die Flasche sowieso da, nicht? Ja. So, na, dann erst mal Prost, liebe Frau Schmidt. Prost. Herr Schmidt, Fäusterchen. Gut, sehr gut. Ja, wenn schon, dann muss es was Besonderes sein, nicht? Das ist meine Devise. Ja, sehen Sie, die Zeit der Lauben- und Gartenhäusel, nicht? Ja, die ist ja sowieso vorbei. Sehen Sie sich da um, jetzt stehen da überall Bungalows, einer schöner als der andere, nicht? Und meiner, also meiner wird der Allerschönste. Nein. Sie noch ein Tropfen? Sind Sie Architekt? An der Quelle saß der Knabe, ja. ich habe auch schon eine Vorstellung, wie es wird, nicht? Das Haus weiter vor, weit ausladend, ja, unten Garage, darüber Terrasse, hinterm Haus der Swimmingpool, nicht? Der dient auch gleich der Grundwasserabfangung, ringsherum Rasen, eine Fichte, zwei Tannen, sonst nichts. Und meine Obstbäume? Obst? Obst gibt's im Laden, alles weg. Tja, was sind gute Obstbäume? Erst vor ein paar Jahren gepflanzt. Und? Wie schön das aussieht, wenn die im Frühling, wenn die da alle blühen. Der Mensch formt die Natur nach seinem Willen. Ne? Und mein Grundstück setzt einen Wendepunkt in diese Laubenpieper-Idylle. Damit will ich Sie nicht kränken, nicht? Also keineswegs. Noch ist es unser Grundstück, Herr Schmirgel. Ja, selbstverständlich. Ja, und damit kommen wir doch gleich hier zum Hauptpunkt. Was soll das Ganze denn kosten? Na, nur keine falsche Scham, nennen Sie einen Preis. Berechnen Sie alles, auch Ihre geliebten Obstbäume. Ja. Wenn ich alles berechne, dann ist das Grundstück unverkäuflich.
Was sagen Sie da? Dass ich nicht verkaufe. Ist das Ihr letztes Wort? Es waren schon zu viele. Meine Obstbäume, die sollen nicht abgeholzt werden und es soll nicht Beton dort regieren, wo jetzt noch alles grüne Natur ist. Tut mir leid, aber das ist mein letztes Wort. Ach, guck mal. Hallo. Ach, ich habe so schöne Erinnerungen an das Gartenhäuschen. Ach, ist immer meine Kaninchen da? Und die schwarze Katze. Ach, der Billy, das war ein schönes Tier. So schade, dass sie den vergiftet haben. Ja. Wirklich ein schönes Tier. Ihr hättet ihn kastrieren lassen müssen. Also mit Holz könnte ich da ein bisschen aushelfen, Schwiegervater. Ach, das geht doch um die Arbeit, Georg. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Meine Revierförsterei ist unterbesetzt. Einen Käufer kann ich dir besorgen. Oh, danke, danke. Ich habe doch vom Ersten genug. Wenn ich verkaufe, dann höchstens an unseren Backmeister. Was denn den alten Bräse genau? Der will sie doch halb geschenkt. Meist bieten, versteigern will ich sie ja sowieso nicht. Ist sie denn so kaputt, Opa? Wie können Sie uns noch mal ansehen? Oh ja, kommst du mit, Vati? Ja, mal sehen. Ich Zeit hab, ne? So, kann ich dir jetzt mal meine Autos zeigen? Oh ja. Na ja, dann mach mal, ja. Du musst ihn zum Verkauf überreden, Mutti. Na ja, wenn ihr den Garten auch nicht wollt. Wir? Nein. Na ja. Der ist von 1906? Mhm. Den anderen da. Den habe ich zum Geburtstag gekriegt. Das ist der neueste. Ja, prima. Opa, du darfst die Laube nicht verkaufen. Darf er denn das auch, Opa? Ach, alles egal. Er macht doch alles kaputt. Ist doch schon alles kaputt. Wann machst du es wieder ganz? Überhaupt nicht. Verkaufe alles. Schluss aus. Weg damit. Wer kauft es denn? Ich weiß nicht. Irgendwer. Dürfen wir denn auch hierher? Neuer Besitzer hat dann seine eigenen Kinder. Und wo sollen wir dich besuchen? In der Wohnung, natürlich. Immer nur in der Wohnung, da macht's doch lange nicht so viel Spaß. Nein, nicht verkaufen, nein, nicht verkaufen. Ah, nicht verkaufen, nein, nicht verkaufen, nicht verkaufen, nein, nicht verkaufen. Was denn? Was denn? Ihr wollt das Gartenhäuschen behalten? Ja! Und wer macht es wieder ganz? Gabi natürlich. Ich? Du hast es ja auch schließlich kaputt getanzt. Ich hab Hunger. Ich auch. Und mach uns was zu essen. Was denn ich? Und wenn sonst? Was denkst du, wozu ich dich geheiratet habe? Ach, ich wusste, dass du mich ausnutzen willst. Wer schützt uns Männer? Na, wer bewahrt uns unsere primitivsten Rechte? Primitiv waren eure Rechte immer. Weib das Klarheit herrscht. In Zukunft bestimme ich. Darfst du? Bestimmt. Versprochen. Gut, dass das klar ist. Du darfst alles, wogegen ich nichts einzuwenden habe. Na, das sag noch mal. Na, warte. Sag das nochmal. Sag das nochmal. Peter, Mensch, auf, wenn du so wild bist, dann wirst du noch das Bett einschlafen. Wie die Laube, wa? Mensch, war das komisch. Sag mal, hast du das eigentlich mit Schmitz in Ordnung gebracht? Nee, noch nicht. Peter, das geht doch aber nicht. Wir haben versprochen, die Laube so zurückzugeben, wie wir sie vorgefunden haben. Hast ja recht, Rieke. Natürlich recht. Ich gehe gleich heute zu Ihnen und hinterleg erst mal ein Hunderter, was? Sag mal, spinnst du? Was sollen die denn mit dem Hunderter? Wer repariert das Ding? Na, ich doch nicht. Ja, wenn der Schmitz auch gesagt hätte, anstatt uns die Laube zu borgen, dann wäre sie jetzt noch ganz. Mädchen, die Laube, die war morsch. Das ist unser Pech, nicht ihrs. Na, hör mal zu, Rieke. Da ist doch kein Dach oder eine Regenrinne zu reparieren, sondern der Fußboden und das Fundament. Und das ist nicht meine Spezialstrecke, du. Och, na, dann fragst du deine Kumpels.
Und dass Hänschen und Stange sich bereithalten, unsere Mansarde auszubauen, hast du wohl vergessen. Gleich nach der Hochzeitsreise sollte es losgehen. Da brauchen wir jede Hand. Was sagst du denn dazu? Das sind alles keine Argumente. Keine Argumente? Nein. Rieke. Rieke. Und wenn ich nun das Material rausschaffe und Geld gebe für einen Handwerker. Rieke, Opa Paul ist wohl pfiffig genug, sich einen Handwerker zu besorgen. Oder? Das ist er bestimmt. Zufrieden? Aber du sagst es heute noch, ja? Sie haben alle recht. Und ich weiß es auch selbst. Die Laube ist alt und morsch und hat ausgedehnt. Aber ich werde das Gefühl nicht los. Im Grunde ist nicht die Laube. Da bin ich gemeint. Ist doch Unsinn, Paul. Verkaufen soll ich, weil man mir einen Neuaufbau nicht zutraut. Andererseits frage ich mich, ob das nicht schon greisenhafter Trotz ist, dass ich unbedingt auf Reparatur beharre. Ja. Ist es denn so viel? Für einen fast so viel. Und meine Schwiegersöhne haben mir zu verstehen gegeben, dass sie nicht daran interessiert sind. Nun, wenn ich dir helfe? Du? Hm? Nein, das will ich nicht. Und sei kein Frosch, Paul. Gerda, noch zwei Bierchen. Wir zwei, wir schaffen doch was weg. Ich wollte mir deinen Rat holen, nicht dich anheuern. Das weiß ich, Paul, aber mein Rat alleine, der haut dir noch keinen Nagel ein. Unsere Brotfabrik wird auch abgerissen, wenn das neue Backkombinat fertig ist. Und kein Mensch käme auf den Einfall, diese alte Bude wieder und wieder zu reparieren, bloß weil uns die alten Öfen lieb und vertraut sind. Und das ist aber was ganz anderes. Oder hast du etwa eine neue Laube in Aussicht? Bitte, die Herren. Danke, Gerda. Danke. Wenn du jetzt aufgibst, Paul, dann gibst du dich selber auf. Das ist es. Genau das. Also? Also, bauen wir auf. Du hast Görners also fest zugesagt? Ja. Wie kommst du denn dazu? Die Görners sind doch immer nette und hilfsbereite Leute. Den gebe ich den Garten am liebsten. Aber ich verkaufe nicht. Aber ich. Denke, ich habe hier das Sagen. Na, dann sag doch endlich, wir verkaufen und nicht mal so, mal so. Nein! Ich sage, wir bauen wieder auf. So. Du sagst ja gar nichts. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist keine Arbeit mehr für dich, Paul. Willst du dich denn mutwillig kaputt machen? Unsinn. Ja, ja, denk mal an deinen Rücken. Wer hat's denn hinterher? Ich? Doch wohl in erster Linie ich. Ich habe mir das genau überlegt. Es ist zu schaffen. Du warst damals schon fix und fertig. Vor 30 Jahren, als wir das Häusl bauten. Damals. Nach jedem Nagel bin ich gelaufen, nach jedem Stück Holz. Aber heute besorgt mir Georg das Holz und Herr Dietrich wird, wenn er von seinem Hochzeiturlaub zurück ist, mir das Material heranschaffen. Und vor allem, da hilft mir Fritz. Du und dein Fritz, ihr seid zusammen 120 Jahre. Nein, nein, im Alter muss man seine Kräfte richtig einschätzen. Alt bin ich erst, wenn ich mir nichts mehr zutraue. Und überhaupt, wozu denn? Die Kinder sind dann nicht mehr interessiert am Garten. Du willst also verkaufen. Ich weiß dir doch. Dann sag du's den Enkeln. Unseren Enkeln? Welchen denn sonst? Die haben mich nämlich umgestimmt. Dann geh du hin und sage ihnen, dass wir das Grundstück doch verkaufen. Allerdings, ob sie dann noch so oft zu uns kommen werden. Ach. Ach, ach, ach.
Anneken, wo ist denn Schmalz? Persönlich! Nein, gib ihm ein Bier. Hoppla, Fräulein! Kennst mich wohl nicht mehr. Ah. Ich dachte, du tanzt mal mit mir. Später, jetzt habe ich keine Zeit, meine Kleine. Ach nee, aber Hauptsache, du hast Zeit gehabt, Opas Laube kaputt zu tanzen. Wie? Hat du demnächst Opas Laube? Quatsch. Also du weißt doch selber, dass wir nicht schuld waren an dem Einbruch. Ich bin ja nicht doof. Also was soll's? Peter Dietrich hat deinem Großvater das Geld gegeben, was wir gesammelt haben. Aber machen muss er es alleine. Also hör mal zu, das ist doch sein morscher Fußboden. Wenn ich mein Motorrad verpumpe, dann kann ich hinterher nicht auch erwarten, dass ich es general überholt zurückbekomme. Aber dass mein Opa jetzt den Garten verkaufen muss, weil es ihm so schwer wird, stört dich nicht. Ach, das tut mir aber leid. Nur brich mal nicht in Tränen. Werd ich auch nicht. Ich muss höchstens mal kräftig lachen. Ganz schön raffiniert, dein Opa. Ich komme ahnungslos zum Polterabend und hinterher soll ich Helfer-Helfer-Aufbaustunden machen. Und ihr habt eine neue Laube. Nicht übel, der Trick. Ich dachte, du seist so ein vernünftiger Kerl. Gabi! Das ist vielleicht eine Kröte. In der Laube ist jemand. Hallo, ist dort jemand? Das ist doch deine Gabi. Ja. Tag, Opa. Tag, mein Kind. Wir sind nur das Vorauskommando. Tag. Guten Tag. 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 Wir bauen die Laube wieder auf, wenn es recht ist. Stören wir wohl sozusagen, hä? Opa, du störst doch nie. Und die anderen Polterabendgäste kommen auch gleich. Ja, zuerst schachten wir das Fundament aus und isolieren es. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Hier wird alles schöner als vorher. Na, und keiner kann mir mehr einen Vorwurf machen. Morgen kommt das Holz ran. Wer ist eigentlich der junge Mann? Ach so, das ist Ted, mein Tänzer vom Polterabend. Sehr angenehm. So, jetzt packt mir mal Lebensmittel und ein Handtuch und mein Waschzeug und den Schlafanzug ein. Wozu denn das? Ich bleibe mindestens 3 Tage draußen, dann ist alles geschafft. Aha. Die jungen Leute auch? Die können doch nur stundenweise. Wieso? Ich denke, du schonst dich und machst nur so eine Art Bauleiter. Du denkst und denkst. Lass mir doch nicht jeden Nagel einschlagen. Jetzt, wo das Gröbste geschafft ist, da schwinge ich lieber selber den Hammer. Ja, und haust da auf den Daumen. Ungeschicktes Fleisch. Pack mir Wurst ein, Anna. Du lieber alter Dickkopf. Oh, kein Wort von alt, Anna. So jung wie jetzt habe ich mich lange nicht gefühlt. Du wirst sehen, unsere Laube wird schöner als je zuvor.